Genau, wenn ihr einen Livestream verpasst habt, seid's nicht traurig, Leids, seid's nicht traurig. Einfach bei YouTube nachschauen, sind auch schon die aktuellen Streams, auch von gestern alles oben. Mich extra noch darum gekümmert, ins Auto steigen. Dann also da steht beim Autohändler, wartet ein Auto für uns. Und wie kann man das dann nehmen? Ja. Fahrzeugliste. Das hier. Diesen Wagen nehmen, genau. Viel Spaß. Von Disco. Viel Spaß. Voll der Sound-Error bei mir. Ja, es sind eigentlich nur Originalkarten im Spiel. Ertumo, grüß dich. Servus, wie geht's dir denn? Alles Roger in Kambodscha. Genau, hast du ja geschrieben, ja. 31.08.2014, never forget. Was ist denn da Schönes passiert hier? Ein Gags oder was? An der nächsten Kreuzung biegen sie links ab. Das war aber echt ein geiler Zufall eben, dass dieses Auto dann beim Gebrauchtwagenhändler da war. Er ist wieder da, er ist wieder da. Ja. Schnell, 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 bevor er wieder weg ist. Ich hoffe, der ist nicht zu teuer, da ich habe nicht mehr so viel Geld. 101.000. Nee, ich habe keine Blonde mehr. Ich hab eben gefärbt, war beim Friseur. Hab blond auf schwarz gefärbt hier. 40.000 kaufen wir. Müssen wir. Da laut Internet ist dies das beste, die beste Option für A7. Also wenn du das nicht weißt, Gex. Also es gibt nur Originalkarten in Games, soweit ich weiß, ist ja auch lizenziert. Kann ich dir mal zeigen, hier die ganzen Händler, die ich bis jetzt gefunden habe. Es gibt noch mehr, aber ich habe nicht alle gefunden. Du musst hier rumcruisen. Wo sind die denn hier? Orte für Fahrzeuge, Autoverkauf. Es gibt auch Motorräder, das zeige ich euch mal direkt. Das macht so viel Spaß. Und klassische. Was habe ich bis jetzt gefunden? Mercedes. Mercedes habe ich gefunden. Dann habe ich gefunden hier. Hier Lotus. Zum Beispiel. Britische Wagen. Gibt es mehrere hier. Dann hier Harley, Ducati, Ford, Scuderia, Ferrari, Lancia. Hier Dodge. Was weiß ich, was alles noch gibt hier. Königsegg ist das. Bugatti-Dingsbums hier. Ganz viel gibt es noch. Ruf, Audi natürlich. Jetzt fahren wir erstmal und fahren erstmal rum mit einer Ducati. Super, zeige ich euch das mal. Das macht richtig Spaß. Das macht richtig Spaß hier. Richtig schön, dass wir auch mit sowas fahren können in dem Spiel. Es geht ja eigentlich eh alles. Du kannst ganz viele Missionen erledigen. Du kannst auf den Bergen fahren. Du kannst hier Time Trials fahren, du kannst Rennen gegen andere fahren, du kannst Motorrad fahren, du kannst dich von der Polizei jagen lassen, du kannst als Polizist eigentlich auch spielen, als eine Verbrecherkarriere kannst du ja alles mögliche geht hier. Das ist sau, sau viel und ich finde, das hat The Crew nicht diesen Charme, auch auf Hawaii und so. Ja gut, sind wir hier im Regen, nachts ist auch nicht so toll, so diese Sicht wollte ich für euch haben hier. Und am besten die Final Mission, die fährst du dann mit diesem Motorrad. Da auf der finalen Endmission muss man um die ganze Insel herumfahren und dann geht es einfacher mit dem Motorrad, dass du zwischen, du musst nämlich die ganze Zeit schnell fahren, zwischen den Autos durch. Also ich finde es einfach sau, sau geil, die Atmosphäre hier. Ich meine, ich finde die Crew auch geil, macht so viel Spaß, aber das ist halt nun mal hier einfach Test Drive. So hier nachts zwischen Autos durchfahren. So ungefähr kann man sich vorstellen, die Endmission. Eine Stunde lang muss man sich konzentrieren, wenn es geht, immer 300 fahren. Und versuchen, keinen Unfall zu bauen, keine Leute zu rammen, sonst kommt die Polizei und fällt einen auf. Und das ist sehr, sehr schlecht. Da die Endmission ist so eine Art Time Trial. Hier musst du in einer bestimmten Zeit schaffen, um ja, Erster zu werden. Sonst ist es doof. Wow. Sichtwechsel schlecht. Mercedes braucht kein Mensch.
Also wenn du das nicht weißt, Gex. Weiß ich jetzt nicht genau, es gab ja sehr, sehr viele Highlights gestern hier. Saturn, es gab ja nur Highlights. Wenn ich streame, ist es ja eigentlich ein Highlight sowieso schon. Hier Fernlicht kann man machen. Ist doch ends geil, oder? Hier durchzufahren. Ja, hat dir doch NFS beantwortet. Die Musik ist temporär nicht verfügbar. Und wir noch ein paar YouTube-Aufnahmen sammeln. Und besonders bei so einem schönen Klassiker. Besonders bei so einem schönen Klassiker wie Test Drive muss online gestellt werden, muss man sehen, müssen die Leute genießen. Mercedes braucht kein Mensch, habe ich gesehen. Wieso gibt es keinen Trabant? Weiß ich nicht. Das ist vielleicht noch, wird vielleicht noch dazu gepatcht hier. Genau. Kannst du TDU als Koop zocken? Ja, Marcel, kannst du, klar. Geht. Koop ist möglich. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, was du als Koop machst, aber es ist möglich. Koop ist möglich und gegeneinander fahren ist auch möglich. Ja. Aber finde ich klasse. Motorrad. Dann. Ihr werdet noch so viel sehen im Spiel. Einfach Autos abliefern von A nach B, dann einige Leute transportieren, wenn sie irgendwo hinwollen, wenn ihr Auto stehen geblieben ist. Es ist leider nachts, aber ist egal. Tut trotzdem ein bisschen cruisen. Was haltet ihr denn von diesem Motorrad-Feeling hier? Und so muss man halt die Endmission anfahren. Eine Stunde. Oder länger. Wenn man dann ein paar Unfälle baut, ist vorbei. Aber ich glaube nicht, dass ich die Endmission schaffe im Stream. Also eine Stunde durchzufahren, ohne mit euch zu quatschen. Aber ich glaube, wenn ich Singleplayer spiele, kann ich Pause machen. Nur wenn du mit 300 auf der Straße fährst und dann Pause machst und dann Resume drückst, dann crasht du auf jeden Fall. Du bist ja voll aus dem Rhythmus. Mal schauen. Bis zur Endmission dauert es noch lange. Aber ich glaube, weiß nicht, ob ich so weit das Spiel spielen werde, ob ich Zeit habe im Stream mit euch. Immer wieder mal, irgendwann kommen wir dazu. Und anscheinend kannst du wirklich als Polizist und als Gangster fahren. Das wusste ich nicht, das habe ich früher nie gemacht. Ich bin nur in die normalen Missionen gefahren, diese Meisterschaften. Und das gibt es ja genug, gibt ja, glaube ich, 400 Missionen, die du fahren musst. Und eine Ente kommt auch noch. Auf jeden Fall. Trabant, Ente, alles. Polizist. Er meinte wahrscheinlich Polizist. Das mit den Cops zocken haben sie von Need for Speed geklaut. Ich finde Motorräder geil. Ich finde es auch cool, ja. Ja, klar. Die müssen ja auch was klauen. Aber der Rest ist original erfunden. Motorradfahren, Autofahren. Nur bei Test Drive Unlimited 2 gab es das. Es regnet nachts sehr oft hier. Tagsüber schönen Sonnenaufgang. Besonders am Strand. Cruisen mit Motorrad ist einfach super geil. Holiday Feeling, sag ich mal. Es gibt kein geklaut, genau. Deswegen sagte ich, das ist alles nur geklaut. Ejo, ejo. Dieses Auto haben wir jetzt, um die A7-Meisterschaft zu ownen. Mal gucken. Aber... Biegen Sie rechts ab. Habe ich schon den Tuner für? Für... Moment. Nein, hier. Tuner für... Italia Auto. Ich glaube schon. Habe ich da gestern gesucht. Hier. Tuning. Tuning hier müsste sein. Italienische Tuner, schauen wir mal. Tunen wir erstmal das Auto ein bisschen, bevor wir uns trauen, eine Meisterschaft zu fahren. TDU gab es noch vor echten Autos. TDU ist Auto. Weil Need for Speed das erfunden hat, oder? Klar, Need for Speed hat es erfunden. Auf jeden Fall. Geschichtenerzähler meldet sich. Also, erstmal brauchen wir mehr Beschleunigung. Das heißt, von 262 PS auf 265 PS. 5 PS Powermaschine. Mehr. Also eigentlich sind es nur 3 PS, aber insgesamt haben wir 10 mehr PS. So. Hier tun wir auch noch ein bisschen mehr drauf. Und Tempo, Speed. Was haben wir denn hier? Höchstgeschwindigkeit. Haben wir 270? Wieso würden wir dann 260 hier mit dem, wenn wir langsamer werden? Verstehe ich gerade nicht. Achso, nee, das untere Level, okay. 270, 265, 260 und 255. Jetzt mit diesem Upgrade fahren wir 10 km/h schneller und auch bessere Bremsen. Es gibt 4
Tune-Möglichkeiten. In dem Spiel musst du aber die Missionen in der Umgebung fahren und aufdecken. Steht ja da, um die besten Aufrüstungen zu bekommen, müssen sie ihr Entdeckungslevel in diesem Bereich verbessern. Aber ich habe noch nicht alles aufgedeckt, deswegen kann ich nur auf Level 2 Takten tunen. Ich wette, Gag schafft es nicht, mit einer Ente das Game zu schaffen. Klar, wenn ich hier zum Tuner gehe, dann wird es so getunt, dass die Ente, dann hat sie einen Power Porsche Motor. Wow, immer noch 400 PS mal im Auto weg. Gags, wie viel Prozent hast du denn schon von TDU durch? Oh, das steht glaube ich irgendwo, muss ich mal schauen. Nicht viel. Ich habe ja erst die C4 und die B4 Meisterschaften, bin ein, zwei Rennen gefahren. Also ich würde sagen, max 5%. Wenn überhaupt. Wo gibt es eine Information? Fortschritt und Missionsziele. Mit Hilfe dieses Menüs können Sie Ihren Fortschritt verfolgen und alle Ziele einsehen, die Sie noch erreichen müssen. Ja, schauen wir mal, schauen wir mal. Achso, es ist ja einzeln aufgeteilt. Hier. Rennakademie 30%. Meisterschaften 13, Pokale 0, Duell 20. Seht ihr selber hier. Und Herausforderung 6. Naja, so, das ist ja gar nicht so gar nicht so wenig. Wettbewerb Fahrer. Ich bin Level 7. Es geht bis Level 63. Wettbewerbspunkte 11%. 11%. Hier 3% bei Sammlungen. Gibt es nicht so Gesamt, so Prozent Gesamt? Entdeckungspunkte 3%. Wow, erst 3% oder 4% aller Straßen bin ich gefahren. Was man ja auch machen kann, Foto schießen. Man kriegt ein Fotoapparat und von schönen Gegenden schießt man Fotos und dann bekommt man auch das angerechnet als Entdeckungslevel. Freunde, Club. Also ist unterteilt in vielen Kategorien, aber insgesamt, keine Ahnung. Also 63 Level gibt es. Also machen wir einfach mal weiter hier. Haben getuned. Fahren wir mal ein, zwei Rennen, um uns an das Auto zu gewöhnen. Ja, was fahren wir denn hier? Was ist denn das hier? Neuer Detektiv-Hack. Achso, ich muss ja dahin eigentlich selber fahren. Okay, aber ich habe um die Ecke einen Portpunkt. Und zwar müsste der hier sein, genau. Hingehen. Kann man das Spiel eigentlich auch gewinnen? Nö, irgendwie nicht. Du, nein, Nick, tut mir leid. Das kann man eigentlich gar nicht mehr so richtig kaufen. Weiß ich gar nicht. Bei Steam gibt es, spiele ich zwar auf Steam, aber man kann es bei Steam nicht mehr kaufen. Der Gex ist einsam. Ich will sehen, wie ein Porsche-Motor in eine Ente reingeht. Das machen wir schon. Das machen wir schon. Wenn der Porsche-Motor nicht reingeht, dann tun wir einen Formel-1-Motor rein. Die sind doch sehr klein und kompakt, oder nicht? Marco hier. Hör zu, ich habe dich nicht trainiert, damit du aus Wettbewerben aussteigst. Ich erwarte dich zu Asphalt. Ja, mein Freund, kein Stress, das machen wir schon mit dem Wettbewerb. Lass uns erstmal hier so gemütlich zu zweit fahren hier. Wow, erstmal an Alpha hier gewöhnen. Ich bin gar nicht. Oh, hat das Ding Heckantrieb? Okay. Ich mag eher Front oder Allrad. Jetzt nicht so ein Heckantrieb-Fan. Schlimmste Fahrzeuge mit Heckantrieb finde ich sind. Hi, ich wollte mich mal vorstellen. Mein Name ist Mikey. Ich habe deine Nummer von Marco. Ich hätte da einen Job für dich. Schau mal bei meinem Studio vorbei, dann erzähle ich dir Näheres. Okay, mach mal direkt Job oder was? Mach mal erstmal die Option hier. Scheiß auf dem Ding. Dodge Viper wollte ich sagen. Schlimme Autos mit Heckantrieb. Sehr schwer zu fahren, finde ich, auch in Spielen. Da musst du echt mit dem Gas sehr, sehr vorsichtig sein. Mit Lenkrad schon irgendwie handelbar. Aber mit Pad schlecht, schlecht. Silent Kill LP. Grüß dich. Da ist ja der Gags wieder. Klar, ich war doch gestern auch da. Ach, gibt es doch bei Steam, aber offiziell in der Steam-Liste finde ich es irgendwie mehr nicht. Ich will mal schauen hier. Shop. An den Alfa Romeo gewöhnen hier. Test Drive. Doch, gibt es sogar hier. Hey, es gibt sogar Test Drive Ferrari Racing Legends. Was ist denn das? Ach, ist das Ferrari-Spiel mit drei Rennstrecken, was sie damals rausgebracht haben? Jai. Cool.
Keep racing!